Okay. Na, kontrollierst du das? So, hallo und herzlich willkommen im WinLab Livestream zum Thema CO2 Laser Cutten und Boxen herstellen. Und zwar, mein Name ist Wieland und genau, wir machen das hier heute. Wir stellen solche schönen in Acryl oder MDF gecutteten Boxen her und das Kamerakind, was mich hier heute begleitet, wird die Isabel sein, die öfters das Kamerakind bei uns spielt und auch unter anderem hier schon diese schöne MDF-Box gelasert hat mit einem feinen Logo. Und im Grunde genommen machen wir genau das gleiche Modell. Das sind so zwei Einzelteile. Und wir machen das Ganze nur eine Ecke kleiner und ja, aber ebenfalls auf MDF. Man kann das aber auch mit Acryl machen. Genau, und das Ganze werden wir auf unserem 60 Watt Epilog CO2 Laser machen. Manche von euch kennen den vielleicht noch aus Zeiten, wo hier reger Publikumsverkehr war, wo wir noch Open Lab Days hatten. Genau. So. Ach so, genau. Und wir benutzen dafür das Online-Programm Festi Info Boxes PUI. Das ist eine Plattform, da kann man sich verschiedene Steckbausätze quasi generieren und man kriegt dann die fertige PDF mit allen möglichen Parametern, die wichtig sind, kriegt man dann direkt fertig. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas anmerken möchtet, wenn euch der Ton nicht passt, wenn irgendetwas nicht stimmt, ja, dann schreibt bitte einfach in die Kommentare. Isabel hat hier auch die Kommentarsektion offen und ich kann dann quasi ja in Echtzeit darauf reagieren. Auch wenn ihr technische Fragen habt zu der Anlage und so weiter, dann immer gerne an mich. Und jetzt spiele ich hier mal kurz diesen modernen Einspieler ein. Deshalb hier unten. Wenn euch das interessiert, dann abonniert und drückt bitte auch die Glocke, damit ihr immer am Start seid. Also ich meine, ihr kennt das von YouTube. So, und jetzt stelle ich das hier mal um zur Bildschirmaufnahme. Genau, ich bin hier unten. Und ach so, das ist die fertige Datei. Genau, wir gehen jetzt mal dahin. Den Link zu festi.info. Boxes, PY, ja, den findet ihr auch in den Kommentaren und nicht in den Kommentaren, in der Videobeschreibung. Ihr wisst, was ich meine. Das ist immer das Gleiche bei allen Videos. So, und hier kann man schon verschiedene Optionen sehen. Ach so, wobei, ich wollte ja, nee, den Laser, den, ach, da sagen wir später was dazu. Gehen wir erstmal hier rein und schauen wir uns diese Website an. Im Grunde genommen geht es darum, dass man Boxen oder andere Regale, wie man hier jetzt sehen kann, für Lasercutter macht. Ihr seht, da gibt es ganz enorme Variationen, verschiedenste Boxen, Formen, was man alles so machen kann. Hier ist eine Tastatur, Konsole drin. Und ja, wir machen aber den Two-Piecer, den seht ihr hier unten rechts. Und genau, den hatte ich ja quasi schon gezeigt. Das ist der Two-Piecer mit anderen Größen. Und hier ist noch eine schöne Innengravur. Und ja, ganz attraktiv und relativ schnell gemacht. Und ja, das werden wir im heutigen Livestream machen. In der Hoffnung, dass auch irgendwann hier uns wieder besuchen kommt. Und dann könnt ihr auch eure eigenen Boxen bei uns lasern. So, rufen wir das Ganze mal auf. Hier haben wir den Two-Piecer mit den einzelnen Parametern. Und ihr seht zum Beispiel, da muss ich mal gucken, wie gut man das sieht, aber ihr seht, die sind quasi mit solchen Zacken, sogenannten Finger-Joints, greifen die beiden ineinander. Ja? Und dafür kann man verschiedene Parameter im Endeffekt einstellen. Ihr seht hier die Randweite, wie weit die Finger sein sollen, den Space, ja, inklusive eine Erklärung hier rechts daneben, was das Ganze bedeutet. Manchmal muss man auch einfach ein bisschen spielen. Das ist eine kostenlose Website, die könnt so oft generieren, wie ihr möchtet. Und ja, das Ganze dann überprüfen. Hier habt ihr erstmal die Basis-Settings.
XY und die Höhe, also die Maße von der Box, wie sie am Ende sein soll, und das Ganze in Millimeter. Hier hinten steht Unless Outside Selected. Das ist dieser Knopf. Also damit entscheidet ihr quasi, ob ihr die äußeren Maße auf 100 mm haben wollt oder ob ihr die inneren Maße der Box auf 100 mm haben wollt. In unserem Fall haben wir 80 x 80 mm mal 60 mm hoch, also 8 x 8 cm, 6 cm hoch. Und das sind die Outside-Maße. Genau, das hier, der Wert Play. Das ist quasi der, wo man die Einstellungen zwischen den Wänden festlegen kann. Ein kleiner Hinweis dazu, die Default Settings hier unten, die sind noch ganz interessant, die werdet ihr brauchen. Unter anderem habt ihr hier einen Wert, das ist die Burn Correction. Ja, das ist quasi so eine Art Toleranzwert, den man händisch eintragen kann. Je nachdem, ne, der eine, der hat einen 300 € China Laser Engraver, der vielleicht nicht ganz so präzise ist wie die Maschine hier. Bei uns braucht man keine Burn Correction und wir haben in dem Fall 0,0 drin. Hier haben wir, was natürlich auch wichtig ist, die Dicke des Materials, was man am Ende lasern möchte. Bei uns sind das die ganz normalen 3 mm MDF-Platten. Und ja, das muss man da einstellen. Hier könnt ihr noch ein Exportformat wählen. Ihr seht, es gibt einiges. DXF zum Beispiel, das ist ja für, wie heißt es nochmal? Nee, ach, egal. Aber verschiedenste Formate. Also AI ist Adobe Illustrator. G-Code ist ein Maschinencode. Also wer zum Beispiel mit einer Fräse das macht und nicht mit einem Laser. Dann haben wir PDF, das ist ein Klassiker. Hier habt ihr PS, das ist ein Photoshop-File. Und in unserem Fall exportieren wir natürlich als AI, als Illustrator. Und wir können ja einfach mal hier ein paar Werte eingeben. Das mache ich mal. 80 mal 80 mal 60. Den Outside lassen wir an. Den Burn haben wir auf 0 gesetzt. AI 3 mm Thickness. Und wenn wir jetzt generaten, dann generiert er uns das File hier. Wir laden das mal runter, machen das in Illustrator auf und schauen uns das Ganze mal an, weil gegebenenfalls muss man vielleicht auch ein bisschen nacharbeiten. Isabel, gibt es denn schon Kommentare? Hat denn hier schon jemand Fragen gestellt? Nein. Also nochmal zur Erinnerung, Leute, wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann gerne einfach reinschreiben. So. Jetzt haben wir hier genau ein paar, ach, naja, gut, alles klar. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine fertig exportierte PDF, die ich aus dem Illustrator geholt habe. Und ich habe noch ganz wunderbar da oben einen kleinen Spruch auf den Deckel geschrieben. Gerade in solchen Zeiten ist es natürlich wichtig, seinen spirituellen Kern nicht zu verlieren. Und wie schön kann eine Box sein, wenn man sie mit der Aufschrift Gott zum Gruß öffnet. Genau, also ihr könnt euch quasi schon vorstellen, wie das Ganze am Ende aussieht. Ihr seht hier unter anderem diese Finger-Joints. Hier passen dann diese Stückchen rein und das Ganze wird dann verklebt. Darauf zu achten ist, dass ein Laser, der differenziert darüber, was er gravieren soll und was er schneiden soll, das differenziert der Laser über die Strichstärke. Und alles, was er mit 0,01 PT, also Punkt, bekommt, das wird er durchtrennen. Und alles darüber oder mit einer höheren Konturstärke, das wird er gravieren. In dem Fall wollen wir natürlich, dass Gott zum Gruß ein gravierter Schriftzug ist. Aber alle anderen Linien, die sollen gelasert werden, also durchtrennt werden. Und diese wunderbare PDF, die haben wir hier mal schon auf den Stick draufgeladen. Ja, doch, haben wir, genau. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zum Laser.
Das Moment, ich heißt, habe noch eine Frage. ach Isabel, bitte nenne mir deine Was Frage. mache ich denn? Ich habe mir jetzt die PDF runtergeladen und die einzelnen Teile, die sind viel größer als meine eigentliche Platte. Ach so, ja, das ist eine gute Frage. Jetzt ist es natürlich so, dass das kommt hier aus dem, von der Website kommt das in so einem Hochformat runter, aber viele Leute haben ja die Platten in einem ganz anderen Format. Dann kann ich natürlich im Illustrator, kann ich die einzelnen Objekte natürlich dann auch so anlegen, dass die vielleicht nebeneinander sind. Anstatt dass die hier nach unten gehen, außerhalb der Platte sind, kann ich die dann nochmal umsortieren. Dazu muss man beachten, dass zum Beispiel diese Joints, die hier drinne sind, also diese Aufsparung hier, dass die natürlich vorher anständig gruppiert werden müssen. Man markiert die, Rechtsklick, Elemente gruppieren, dann kann man die ein bisschen bequemer verschieben. Aber es ist natürlich ganz wichtig, weil wir wollen ja auch alle ein bisschen Material sparen und vielleicht hat ja der ein oder andere schon eine halbe oder eine benutzte Acrylplatte möchte, aber oder auch MDF-Platte möchte, die aber trotzdem nutzen, dann kann er die Objekte natürlich in Inkscape, in der freien Version Inkscape oder auch im Illustrator neu orientieren. Genau, das ist genau der Weg, wenn man Material sparen möchte. Und jetzt schalte ich mal die Kamera hier um, spiele aber vorher noch. Genau, hier ist die Kamera, hier unten links ist wieder unser Statement. Deshalb schön kommentieren und abonnieren und Likes machen und so ein Kram. So, ich nehme den USB-Stick hier mit. Die Maus stecke ich auch aus. Der Rest bleibt drinnen. Und wir gehen jetzt zum Laser alle zusammen und lasern diese Platte. Hallo. Das ist ja ganz super. Ich glaube, wenn du möchtest, kannst du. Ich glaube, meinst du nicht, wenn wir den. Nee, gut. So, viele Leute von uns, die schon hier waren, die kennen unseren CO2-Laser. Das ist hier die Epilog-Version mit 60 Watt. Wir hatten früher zweimal den rechten kleinen Laser, jetzt haben wir den größeren. Super tolle Maschine und wir freuen uns natürlich auch wieder, wenn Gäste zu uns kommen, um die selbst zu benutzen. Das hier ist unsere Platte, die benutzen wir. Ja, das müsste eigentlich passen. Ich hoffe, es ist. So, genau, dann gehen wir mal an den Computer. Machen das hier ein bisschen so. Zack, im Grunde genommen nichts Besonderes. Der USB-Stick rein. Der Laser, der hat hier einen automatischen Lüfter. Die Lüfteranlage hier springt dann automatisch an. Ist ganz nett. Nettes Stück Technik. Ja, ich mag das sehr gerne. Genau. Und man mag es kaum glauben, der Laser, der meldet sich eins zu eins wie ein Drucker an. Ja, also ich habe mich früher mal gefragt, wie kommuniziert die Maschine mit der Anlage, aber da ist einfach ein Druckertreiber quasi drauf, der die Daten dann mit den richtigen Anweisungen an den Laser schickt. Nettes Stück Technik, freuen wir uns natürlich, wenn ihr da auch wieder gucken kommt. Genau, also ganz normal hier über die Dialogfunktion. Datei drucken und dann haben wir hier den Epilog und den Treiber zum Epilog. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man dem Treiber oder dem Laser natürlich sagt, was man da für ein Material verarbeiten möchte, weil ein 2 mm MDF, das ist natürlich viel schneller durchgetrennt als ein 3 mm MDF. Und deshalb müssen wir ihm erstmal sagen, dass wir hier 3 mm als Mitteldichte Faserplatte drin haben. Ja, den Fokus, den setzen wir manuell, der ist dann ein bisschen präziser. Nehmen wir hier noch mal ein bisschen die Geschwindigkeit raus, die Leistung hoch und dann schicken wir das Ganze wie einen Druckauftrag an den Laser. So, zack. Also, da ist jetzt schon die Datei, ist total genial. Gott zum Gruß heißt C.PDF. Jetzt richten wir das Ganze ein. Und zwar ist es ja so, ein Laser, der ist ja ein Lichtimpuls, ein hochkonzentrierter künstlicher Lichtimpuls. Laser unterscheidet sich durch natürliches Licht dadurch, dass es künstlich ist.
dass die Phasentäler alle übereinander liegen, also kohärent zueinander sind und das Licht nicht in verschiedene Richtungen streut, sondern auf einen ganz kleinen Punkt konzentriert ist. Und das ist der Unterschied zwischen zu normalem Licht. Und weil das Ganze halt so konzentriert ist auf einen Punkt, ist die Energiedichte so hoch, dass man mit Material halt verbrennen kann oder auch nur die Oberfläche anbrennen kann. Das ist dann das Gravieren. Und dazu braucht man natürlich, wie fast alle optischen Funktionen, ob das jetzt eine Kamera ist, ob das eine Brille ist, ein Mikroskop oder ein Laser, man braucht einen Fokuspunkt, weil der Fokuspunkt der höchsten Energiedichte, der ist ja nicht überall gleich. Und bei einem Laser stellt man das zum Beispiel ein, indem man die Arbeitsplatte näher daran fährt. Ja, also man kann das jetzt hier zum Beispiel mal sehen, das ganze Ding fährt runter oder auch hoch. Und hier haben wir dieses Dreieck, dieses kleine, da kriegen wir den Fokus und da nähern wir uns jetzt dran. So, da hat man es gesehen, ein ganz kleines bisschen hat er sich bewegt. Das können wir dann hier rausnehmen. Ja, dadurch haben wir ihm jetzt den Fokus gesetzt. Wir bestätigen das als Eingabe. Und weil wir natürlich auch Material sparen möchten, setzen wir dem Laser einen Ausgangspunkt. Ich habe jetzt hier einen roten Kontrollpunkt. Das sieht man ein ganz kleines bisschen, habe ich gestartet. Wir setzen den hier oben schön in die Ecke, damit wir quasi dann auch effizient mit unserem Material umgehen. Genau, dann habe ich das hier bestätigt. Da oben sieht man es nochmal schön. Gott zum Gruß. So, Decke rauf. Jetzt gebe ich die Kamera wieder Isabel. Genau. Und ja, der Lüfter läuft. Das ist ganz wichtig, weil natürlich beim Lasern auch giftige Dämpfe entstehen können. Und die werden durch diese Filteranlage umgewälzt und gefiltert. So, na dann geht's los. Wir lassen uns noch mal reingucken, was da gerade passiert. Das sieht so aus. So, es dauert jetzt 2 Minuten, ne? Ja. Glaubst du, die hören? Ja? Ob ich noch was zu erzählen habe? Ich weiß nicht, ob die mich hören. Ob die mich verstehen. So, liebe Leute, machen wir das mal so. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der Ton ist. Wahrscheinlich ist er sehr schlecht. Wir kippen mal das hier noch ein bisschen an. So, ich mach das. Wahrscheinlich versteht ihr jetzt nicht so viel, aber ihr habt quasi gesehen, wenn der Laser schnell hin und her fährt, dann graviert er. Und wenn er langsam fährt, dann schneidet er. Das liegt natürlich daran, dass je länger der Laser auf einem Punkt ist, desto mehr Energie ist dann auch drin. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, weil ihr macht natürlich da hinten ein bisschen Krach. Aber falls nicht, schreibt ruhig in die Kommentare. So, und dann ist es natürlich so, ihr könnt euch das vorstellen, wie ein Tintenstrahldrucker. Der funktioniert nämlich genauso. Bei einem Tintenstrahldrucker fährt oben ein Schlitten über das Blatt Papier und genau im richtigen Moment wirft er halt Tinte ab. Und so ist das bei dem auch so. Genau in dem richtigen Moment schießt er einen Laserstrahl, fährt wieder zurück, schießt wieder einen Laserstrahl. Also ist das gleiche Prinzip. Und ihr habt gesehen, wie schnell die Anlage arbeitet. Das geht ratzfatz. Für das menschliche Auge kaum zu erfassen. Nette Maschine, bin ich ein großer Freund. An dieser Stelle, jetzt mittendrin, möchte ich auch gerne meine Mutter grüßen, die sich unter den Zuschauern befindet. Und auch alle anderen Zuschauer möchte ich grüßen. Und jetzt aktiviere ich nochmal unsere super Funktion. Hier, da, genau. Das ist super. Ja.
Wir gehen jetzt wieder rüber, das ist gleich fertig. Wunderbar. Ihr seht hier schon, Leute, das geht richtig ab. Das geht da gerade richtig ab und macht auch Spaß. Ihr seht, beim Schneiden bewegt er sich langsam, beim Gravieren, wie ich das eben bereits erklärt habe, geht es ganz schnell. Einfach, weil auch nicht so viel Energieaufwand nötig ist, nur um zu gravieren. Na dann, machen wir das mal auf hier. Und ihr seht, es wurde schon wunderbar ausgeschnitten. Den Rest haben wir hier. So, jetzt hat der Laser auch automatisch erkannt. Ich glaube, wir... Komm, lass uns das so machen. Genau. So, da bin ich. Ach, das Licht, das ist ja in Ordnung. Ihr seht jetzt quasi, was geschehen ist. Hier haben wir unser Gott zum Gruß, unseren Deckel. Ja, und hier haben wir quasi das Gegenstück mit den Aussparungen. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann passen die Teile Step by Step da rein. Jetzt muss man natürlich ein bisschen eine Frickelarbeit. Das gehört hier nicht hin, aber das hier gehört dahin. Genau. Ich bin das kam da nicht hin. Wir müssen das ein bisschen so rum passen die Teile und die passen dann ganz wunderbar ineinander, ja, und das Ganze können wir dann mit Holzleim und einem Q-Tip ganz wunderbar fixieren. Das Endprodukt, man muss natürlich dann auch ein bisschen sparsam mit dem Leim umgehen, weil diese Joints, ja, die passen alle, ja, jetzt haben wir Fokus, die passen alle ganz wunderbar ineinander und die verpresst man dann mit etwas Holzleim und dann kann man diese wunderschöne Box daraus gestalten. Hier haben wir die Acryl-Variante, jetzt sieht man auch mal das schöne Gott zum Gruß, ja, das ist die Acryl-Variante. Ist auch ganz nett, aber ich persönlich bin ja Fan von diesem rustikalen Holzfäller-Look der mitteldichten Holzfaserplatte. Ja, so Leute, Kommentare, schreibt Fragen, schreibt alles. Machen wir das mal ruhig ein bisschen genauso. Schreibt alles in die Kommentare. Isabel, willst du dich vielleicht auch noch mal zeigen? Nee, heute nicht. Isabel war das Kamerakind und sie macht es immer sehr gut. Haben wir denn heute Fragen? Bis jetzt nicht. Bis jetzt noch nicht. Wie viele Zuschauer haben wir? Ah ja, das ist doch nett. Mhm. 3 mag ich Bewertungen bereits. Ansonsten, ja, können wir, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas zu sagen? Also im Prinzip muss man das Ganze dann leimen. Isabel hat es bei der hier, die sie gemacht hat, auch noch die Kanten dann ein bisschen abgeschliffen. Ja, also wenn der Leim dann getrocknet ist und man die Kanten abschleift, dann kriegt man die sehr schön plan. Und das ist dann eine sehr schöne Box. Ja, wenn jetzt keine weiteren Fragen bei euch sind, dann kann ich nur sagen, dass ich hoffe, euch demnächst irgendwann hier wieder im Lab beehren zu können. Und wenn wieder ein Open Lab Day stattfindet und ihr auch Lust habt, Boxen zu machen, schaut auch euch den Link an in der Beschreibung, weil es gibt da noch verschiedene andere Sachen. Es gibt noch Regale, da gibt es sogar einen Weinhalter,
Ja, so, ne, für die Wand, wo verschiedene Löcher drin sind, da kann man die Weinflasche reinstapeln. Super toll. Also man kann verschiedenste Sachen machen. Von einer kleinen Box mit Deckel. Weiß nicht, ist das ja auch aus daher? Ist nicht daher, aber das gleiche Technik. Genau. Und also die Grenzen der Kreativität sind endlos. Und ja, genau, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Die Workshops, die sind ja jetzt wieder ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel rumlamentiert und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich grüße euch, bleibt gesund und dann hoffe ich, dass wir euch nächste Woche Mittwoch wieder zum Stream sehen. Und noch ein letztes Mal. Beim letzten Mal habe ich das nämlich nicht gemacht und jetzt mache ich das total oft, fast schon inflationär. Aber lasst ein Abo da und ein Like. Also wir, ne, das ist eine Herzensangelegenheit hier und sowas muss man unterstützen.